Wo hat die Quick die Fotos her? Weiß ich doch nicht. Stefanie. Dann zeigt mir mal eure Fotoalben. Willst du was trinken? Ich möchte eure Fotoalben sehen. Die hat Carsten. Wer ist Carsten? Ein Freund aus dem Internat. Schreibt für die Abendzeitung. Für die Abendzeitung? Na wunderbar. Und was hast du dem erzählt? Dass Mamska und Obislein es waren. Seid ihr denn alle wahnsinnig geworden? Wo willst du hin? Eis holen. Weißt du, dass die Kripo auch gegen dich ermittelt? Gegen mich? Wegen was denn? Ja, was weiß ich, was du deinem Carsten erzählt hast. Wegen Beihilfe zum Mord. Weißt du, was das heißt? Du bist eine Mörderin. Angeblich ihre 20 Jahre alte Tochter Stefanie Wirne. Aber das alles gehört nicht in die Presse. Mein Name nicht und dein Name nicht. Und deshalb gehen wir morgen zu meinem Rechtsanwalt. Um Punkt 12. Hast du mich verstanden? Aber der Wahnsinn geht jetzt erst richtig los. Mittags kommt sie zu spät zum Anwalt ihres Vaters. Entschuldigung, Vati. Servus, Stefanie. War's das? Vati, kommst du noch mit zum Ermittlungsrichter? Wohin? Ja, der nette Herr Reismüller war heute Morgen da. Und dem habe ich dann alles erzählt. Und deshalb muss ich jetzt zum Ermittlungsrichter. Wie bitte? Ja, das mit Mamska und Obislein. Bist du völlig mir schurke? Bitte, Vati. Ich mag da nicht alleine hin. Bitte.